Hallo, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Conan Exiles. Hier ist euer Spooky VF. Und ja, eine Folge möchte ich jetzt noch aufnehmen. Und dann hoffe ich ja, dass es dieses Wochenende mal klappt, dass keine Krankheiten oder sonst irgendwas dazwischen kommen. Damit ich dann auch mit Papa der Gamer zusammen aufnehmen kann. Und zwar dann hier den LPT im Koop und Together. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. In der Länge einer Zigarette habe ich hier mal Ressourcen gesammelt. Die hatte ich aus Versehen mitgeholt. Die habe ich dann auch gerade voll gemacht. Ja, da haben wir jetzt ein bisschen was, weil wir werden heute einfach mal gemeinsam ein bisschen hier die Base dekorieren und gucken, was es alles so hergibt, was wir so machen können. Achso, das hier hatte ich auch noch geholt. Hier, da gibt es nochmal geformtes Holz. Dann können wir vielleicht noch das Lager demnächst mal fertig machen. Gut. Aber irgendwas wollte ich jetzt gerade noch weglegen. Ah, genau. Ich wollte hier nochmal Fisch herstellen. Öl, sagen wir es mal so. Gibt hier irgendein Schalentier auch Öl? Ich weiß es nicht genau bei den Schalentieren. Krebs? Nee, auch nicht. Was haben wir noch? Ah, da oben den Hummer. Nee, der gibt's auch nicht. Also hier anscheinend nix. Gut, dann, warten wir die. Machen wir mal nochmal ein bisschen lustige Schalentiere auf Tasche. So, ja. Mach mal an. Achso, was habe ich noch? Nix. Nix, was von Alter, ich habe Kohle ohne Ende hier. Ja, da holen wir gerade mal mit. Holen wir die 35 mal mit. Da können wir nämlich die Fackeln ja auch noch herstellen. Das siehst du, das in der letzten Folge hätten wir dann doch können machen. Ja, die werden wir jetzt auf jeden Fall mal herstellen, aber dann werden wir auch in dieser Folge einfach mal gucken, was wir noch so dekorieren können. Und ich wollte gerade noch die Tiere hier ein bisschen mit schönen Zeug füllen. Oh, vielleicht wird das Nashorn diese Folge sogar fertig. Und ich habe mal überlegt, ob ich jetzt einfach mal, ich habe ja letzte Folge gesagt, man könnte so ein Q&A machen, beziehungsweise ihr könnt mich Sachen fragen in den Kommentaren und so weiter und so fort. Was da, sag mal, irgendwas fehlt doch hier, da war doch, ah ne, warte, gut, okay, von mir aus nicht, dann eben nicht, machen wir es eben so. Und hier die Bienenstöcke übrigens, die produzieren auch Honig, ohne dass Bienen drin sind, nur mit Bienen geht es schneller. Und das ist auch mal nice to know, denke ich. Erstmal hier mal ein Ei. Und dann habe ich mal gedacht, ich werde vielleicht einfach mal so ein bisschen mich vorstellen für die Leute, die auch vor dem Kohlen-Let's Play meinen Kanal noch nicht kannten und jetzt hier fleißig mitgucken. Das könnten ja doch ein paar sein, die hier fleißig immer dabei sind. Und dann wäre es ja auch mal angebracht, sich vielleicht auch ein bisschen vorzustellen, ein bisschen mehr über mich zu erzählen. Und das wäre quasi das erste Thema, das wir dann quasi hier abdecken würden, während wir hier ein bisschen dekorieren und rummachen. Ja. Okay, also dann sage ich mal, da lege ich mal los. Ich bin schon 7 Jahre auf YouTube. Könnten dieses Jahr 8 werden oder dieses Jahr werden 7. Sicher bin ich mal jetzt nicht 100%. Ja, bei dieser Zeit, ne, ist ein Jahr auch nicht mehr wirklich viel. Ich habe allerdings nicht mit Let's Plays angefangen. Ich habe mit Montagen und so angefangen, mehr oder weniger. Und dann viele andere YouTuber auch. Habe ich dann Kronk gesehen und diese Kreativität, die er im Minecraft-Let's Play hatte und diese Freiheiten, die man im Minecraft-Let's Play hat. Und wollte das unbedingt auch machen. Und habe dann auch Minecraft als Let's Play gebracht. Nicht, weil ich den Kronk unbedingt kopieren wollte, sondern einfach, weil ich das sau cool fand, nicht nur ein Spiel zu kommentieren oder wie ich dann eben, weil ich auch viel Spaß dran habe am Editing und ja, ein bisschen Effekte und so ein Kram, ja, und die Videos dann zusammenschneide und sowas. Das hat mir auch sehr viel Spaß immer gemacht und deswegen habe ich überhaupt damit angefangen. Und dann war das so ein bisschen übergegangen in den Let's Play und ich fand das Bock cool, dass man diese Freiheit in einem Minecraft-Let's Play zum Beispiel hat und dass man da quasi doch nochmal was ganz anderes machen kann, so auch die kreative Art spielen lassen kann. Ey, da sind noch Ziegel drin, was soll denn der Scheiß jetzt? Und da ist noch gehärtete Stahl drin. Wir räumen sie erstmal ein klein bisschen auf, während ich hier intromäßig rumlabere. Das Öl lassen wir noch hier, vielleicht brauchen wir das hier noch.
Und das war eigentlich so der die Anfänge des Let's Plays. Wann genau das jetzt zustande gekommen ist, weiß ich nicht genau. Wann der Kanal quasi zum Let's Play Channel geändert wurde, das kann ich gar nicht genau sagen. Aber seitdem mache ich das eigentlich schon. Mache auch mal hier immer wieder mal zwischendurch ein paar Guides, ein paar Anfänger, Tipps und Tricks bei Spielen, in denen ich mich besonders gut auskenne. Mache hier wie bei Resident Evil 2 mal Speedruns, was auch sehr selten mittlerweile ist, dass ich sowas eigentlich mache. Da fehlt eigentlich auch die Zeit dafür. Man muss ein Spiel einfach, für einen Speedrun zu machen, muss man ein Spiel schon sehr gut kennen und ausgiebig spielen. Ich hatte bei Resident Evil 2 eine Phase, wo ich wirklich viel Zeit hatte, wo ich das auch machen konnte, und das Spiel ist ja auch nicht gerade lang, wenn man es da mal drauf hat. Und dann konnte ich da eben doch schon mal Vollgas durchstarten. Wo habe ich jetzt diese Kohle hier wieder her? Ja, da hätte ich ja noch eine Fackel bauen können, oder? Ja, egal jetzt. Warum brennt hier nichts? Achso, der ist fertig. Gut. Natürliche Verpeiltheit. Gut. Okay, nochmal hier. Ja, da fehlt es uns nämlich noch ein bisschen dran am Hartstahl. Wir müssten auch hier mit dem Stahl, müssten wir die Dings machen. Okay, ansonsten so meiner Person. Ja, ich habe Elektroinstallateur gelernt, habe danach nach der Ausbildung Fach Oberschule gemacht, Ingenieurswesen, habe das auch abgeschlossen und habe dann auch Elektrotechnik angefangen zu studieren. Nur irgendwann hat mich das Ganze so genervt, dieses abstrakte Studium, diese pure Theorie, dass ich dann abgebrochen habe, obwohl ich weitestgehend alle Klausuren bestanden schon hatte. Aber naja, ich hatte komplettes Interesse verloren, ist eben so, wenn man so ist wie ich. Ne? Wenn ich das Interesse verliere, dann ist Game Over, dann bringt alles nichts mehr. Da könnte man sagen, du hättest ja wenigstens noch fertig machen können, aber tja, kein Interesse mehr da. Kein Interesse mehr da. So, Aloe-Samen, die habe ich jetzt natürlich nicht. Haben wir irgendwelche Samen hier vorrätig? Wir haben? Samen haben wir eigentlich. Wenn dann. Aloe-Samen haben wir auch nicht. Ich könnte nämlich hier ein bisschen Grünzeug pflanzen. Das wäre doch auch so langsam mal Zeit. Allerdings haben wir gar keine Samen. Wir gucken gleich mal, ob wir hier da gibt es auch keine normalen Samen, ne? Pflanzenfasern gibt es zum Beispiel nicht, oder? Habe ich jetzt mal keine gesehen. Ja, wenn ich dann wirklich das Interesse verloren habe, dann ist es vorbei. Dann habe ich es verloren. Dann geht nichts mehr. Dann kann ich es auch nicht mehr weitermachen oder sonst irgendwas. Dann war es das eben einfach. Oh, schmackhafter Fisch für eine Fischtrophäe. Könnten wir auch mal noch machen. Wollen wir uns ja halt ein bisschen Zeit lassen, einfach auch, wenn es hier nicht sehr produktiv und effektiv wird. Aber es ist ja auch nicht schlimm. Es muss ja nicht immer produktiv und effektiv sein, ne? Schmackhafter Fisch wollte ich holen und wollte gucken, ob wir noch ein paar Aloe-Samen oder sowas haben. Man hat mal gewiesen, man würde mehr Samen mit der Sichel rausbekommen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nicht so ist. Ich kriege gar keine oder kaum Samen. Zumindest mal keine Samen, außer hier die, ne? Da haben wir Gelb-Lotus-Samen, das ist schon mal schön. Aber ich möchte vielleicht nicht alle verbrettern. Da machen wir mal so zwei Stück oder so. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt ging. So, zwei und den Rest. Weißt du, was wir mit dem machen? Die pflanzen wir, glaube ich, gerade mal an. Oh, haben wir noch irgendwie Aloe-Samen gerade hier zufällig parat? Nee, auch nicht, ne? Warte, was waren da noch? Da waren doch noch... Nee, das hier war keine Samen, oder? Orangener Phykos, nee. Da bräuchten wir einen Ableger davon. Was ich euch noch zeigen wollte, ist hier rechts das Schild. Ich habe hier mal ein Schild geschrieben, also das habe ich mal ausgetestet fürs Lager später. Ne? Ihr könnt es hier beschreiben. Habe hier Färbemittel mal gerade einfach nur ausprobiert, ne? Weil dann können wir das nämlich im Lager auch anwenden. Das würde ich nämlich so gerne machen. Okay, dann gehen wir uns noch einen schmackhaften Fisch schnappen. Das sollte noch unten drin sein in der Falle. Fallen könnte man übrigens auch noch weitere bauen. Jetzt haben wir schon 9 Minuten und haben eigentlich noch gar nichts gemacht. Und ja, so geht das manchmal. So geht das sehr schnell. So, hier gucken wir mal. Aloe-Blätter, Aloe-Samen. Ha, cool. Ja, vielleicht jetzt, weil ich ja auch Ressourcen besser bekomme und dann auch noch die verstärkte Stahlsichel habe. Bienenkönigin. Okay. Aloe-Samen, 11 Stück schon. Wahnsinn. Das ist ja nice. Komm, da holen wir uns noch einen. 2 Sträuche da. 3. Zack, Aloe-Blätter. Jetzt gibt es nur noch Blätter, ne? Ihr seht da? Weiß ich jetzt nicht genau, welche dabei waren. Da war so viel. Das sieht man gar nicht.
Aloe-Blätter und... Naja, es blieb bei den 11 Samen. Ja gut, dann war das jetzt wahrscheinlich nur Glück, dass wir einmal die Samen getroffen haben, aber dann haben wir gleich richtig abgestaubt. Also 11 ist schon mal gut. Das reicht für ein paar dekorative Items. Schmackhafter Fisch, schmackhafter Fisch. Bist du das? Ja, du bist das. Sehr schön. Holen wir den ja auch gerade alle mit. So, heute das Gegenteil von produktiv. Ich habe immer noch gesagt, ich will die Wege verkürzen und alles, dass man hier schneller vorankommt. Und jetzt laufen wir hier Wege einfach nur wegen schmackhaften Fisch und ein paar Samen. Aber ja, wie gesagt, es muss nicht immer effektiv sein. Kann sich auch mal Zeit lassen. Jetzt laufe ich auch noch einen falschen Weg. Obwohl, hatten wir hier noch ein bisschen geformtes Holz. Ja, das bisschen geformte Holz holen wir mal mit. Und den bisschen Ziegel holen wir auch mit, falls wir den da drüben brauchen. Wir könnten auch noch ein bisschen Eisen mitnehmen. Das gibt's hier. Ja, da holen wir alles mit. Ich habe da hinten genug Eisen drin. Und wenn ich Eisen brauche, dann gehe ich mal einfach wieder holen. Dann habe ich hier wieder 3 Schmieden voll oder so. Und dann ist das schon cool. So, jetzt haben wir noch mal ein bisschen was dabei zum Bauen. So, die Aloe-Samen, die lege ich jetzt einfach mal alle hier rein. Jetzt habe ich ja doch den ganzen Scheiß hier dabei. Den wollte ich gar nicht alles mitnehmen. So. Dann holen wir das noch mal. Ah, verstärktes Leder. Da könnte man nämlich auch mal die Wundverbände da machen. Die Balsam. Die Balsam für die Seele. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Ah ja, genau. Studium nicht beendet. Arbeite jetzt quasi als Elektriker. Ja, Dienstleistungsfirma quasi für Industrie. Ist auch ganz cool. Manchmal eben nicht. Ist eben Arbeit, ne? Ist ja immer so. Das ist mal cool, mal weniger cool. Und nimmt eben immer die Zeit, die man braucht, für die tollen Sachen zu machen. Aber so ist es eben nun mal. Okay. Ja, ansonsten hatte ich Hobbys, war viel Sport. Früher ist auch ein bisschen zurückgegangen. Ja, weil ich meine, erstmal hat man gar nicht mehr sowieso die Zeit dazu. Und dann, wenn man hier noch Let's Plays und Let's Plays macht und auch noch Let's Plays schaut, dann ist das sowieso ein bisschen eng bemessen mit der Zeit. Wir bauen jetzt einfach mal. Bauen jetzt mal richtig viel Zeug. Pflanzenfasern haben wir auch. Oh, hier rein. Ja, und das nimmt meine Zeit in Anspruch. Das Einzige, was ich noch großartig an Sport auch schaue, das ist Formel 1, weil ich bin Motorsport-Fan, auch seit 94. Und da gucke ich eben doch schon relativ gerne. Und auch regelmäßig. Also da versuche ich eigentlich auch kein Rennen zu verpassen, wenn es mal irgendwie möglich ist. Klappt natürlich auch nicht immer. Aber okay. Passt schon. Großes Banner. Hier fehlt uns Seide. Das könnten wir nochmal holen. Könnte man auch ein bisschen machen. Ein großer Teppich, den bauen wir auch gerade mal aus den Pflanzenfasern. Jetzt fehlt uns hier... Nee, nur Seide, kein Pflanzenfasern. Steine haben wir jetzt... Ja gut, Steine habe ich draußen noch genug. Also ich denke, das wird für die erste Nische schon mal reichen. So, und jetzt haben wir hier die Hängenkohlepfanne. Was ist der Unterschied zwischen der einen und der anderen? Die hat einen anderen Anschluss da, ne? Dann bauen wir doch mal 2 von der. Oh, Kissen, da brauchen wir Seide und Federn. Die können wir auch gleich noch holen. Ja, ansonsten gibt es jetzt eigentlich auch gar nicht so viel zu sagen unbedingt. Ich meine, ich könnte immer noch ewig weiterreden, aber es soll auch irgendwo im Rahmen bleiben. Ich möchte euch jetzt auch nicht langweilen mit meiner ganzen Lebensgeschichte. Das soll hier keine Biografie werden. Ich wollte nur mal so einen kleinen Überblick verschaffen, dass ihr vielleicht auch wisst, wer dahinter hier sitzt und diese Let's Plays macht. Ach, da hätten wir auch noch keinen mit einem seltenen Fisch. Okay, gut, das ist jetzt egal. Also... widmen wir uns dann jetzt doch einfach nochmal den letzten Minuten hier. Sag mal, vielleicht wird diese Folge ja 25 Minuten. Mal schauen. Und dann widmen wir uns doch einfach auch mal dem Game. Okay, hier ist auch noch eine Wandkohlenpfanne, so eine hängende oder sowas. Also hängend sind die alle, aber die hat so seitlich noch ein bisschen was. Das sieht eigentlich auch ganz nice aus. Oh Gott, das ist so viel Zeug, ne? Ich habe jetzt schon keinen Durchblick mehr, was ich eigentlich jetzt noch holen wollte. So, machen wir erstmal alles ins Inventar, was reinpasst. Ja, da
Geht ein bisschen was rein. Ich bin noch nicht überlastet, ne? Noch nicht mal im Ansatz. Okay, das ist gut. Habe ich alles dabei? Ja. Sehr schön. Gut. Dann wäre das erstmal fürs Erste. Und gucken wir mal, was wir da bauen. Wir machen jetzt hier mal... Können ja da unten ruhig alles drauf... Na, scheiße, ich habe die Sichel noch ausgerüstet. Ist auch so nervig, so unnötig nervig. Das müsste eigentlich nicht sein, ne? Wo ist denn eigentlich das Banner? Das hatten wir doch... Ne, das hatten wir nicht gebaut. Das konnten wir nicht bauen. Gut, okay. Brauchen auch keine Waffe hier im Lager. Den Teppich, den machen wir hier hin. Dann machen wir hier mal den Tisch hin. Ah, die Vase, die trage ich schon die ganze Zeit oben mit mal rum. Und hier nochmal die Lampen. Ja gut, das Trinken hätte ich jetzt müssen nicht unbedingt weglegen, aber ist egal. So, und dann hier nochmal das hier. Und dann haben wir erstmal... Okay, die zwei noch, ne? Ansonsten haben wir... Ah ne, da ist auch noch Pflanze. Okay, gut. Das... Hier vielleicht am Kompost, dass der ein bisschen schöner aussieht. Ich weiß nicht, ich würde am liebsten, wenn dann hier jetzt erstmal hier sowas drauf bauen, ne, wo wir ja auch schon gefestigt haben. Oder hier so in diese Nische, ne, dass der da so steht. Das sieht vielleicht gar nicht mal schlecht aus, oder dass wir den so zupflastern. Da müssten wir aber mehr haben. Aber, geht das? Ich bin mir nicht sicher. Wir probieren das jetzt einfach mal. Mal das jetzt hier... Das würde auch noch hier hinpassen. Okay, dann hätten wir nämlich hier dieses Ding ein bisschen verdeckt, diese Leerstelle. Aber ich möchte, weiß ich, will ich jetzt hier beides gelb machen? Ja, komm, dann machen wir hier so eine Art Blumenbeet. Und dann, wo ist das andere jetzt? Das andere habe ich noch hier oben. Oh, später noch welche. Ist ja jetzt auch nicht so materialaufwendig. Ne? Und dann machen wir das hier nochmal so hin. Und dann sollte das hier, genau, das war die Absicht. Hier passt jetzt keins mehr rein, das würde auch schon too much sein, denke ich. So, das war die Absicht. Jetzt sehen wir nämlich hier diese Nische nicht mehr. Das ist doch mal geschickt gelöst, würde ich mal sagen. Würde ich doch mal schon fast behaupten. Jetzt haben wir immer noch zwei für irgendwo drin. Diese Alublätter, die sind ja doch sehr gesund und belebend. Und deswegen würde ich sagen, müssen wir hier auch welche hinmachen. Ja, so, ne? Dann haben wir hier auch mal noch ein bisschen Deko. Zack. Sehr schön. Ach, hier wollte ich auch mal irgendwann noch ein Geländer drum bauen. Das fällt mir gerade so ein, wo ich hier runterfalle. Ja. Es ist auch schön, weil man kann ja auch eine Treppe mit Geländer bauen. Mittlerweile wissen wir das. Aber das ist auch wieder materialaufwendiger. Und die hatten wir damals noch nicht. Jetzt könnten wir hier nochmal, aber das ist blöd, weil hier ist ja echte Pflanzendruck, den wir befüllen können. Ich glaube ja, mit dem können wir nicht interagieren, ne? Nicht, dass wir den jetzt auch nochmal befüllen könnten und aus Versehen unser Aloe Vera wegmachen. Das sieht jetzt ein bisschen blöd aus, wenn die Fackel da drin wäre. So, deswegen versuche ich jetzt mal, den da so in die Ecke reinzuschieben. Das geht doch, ne? Das geht doch. So sieht das doch gut aus. Dekorativer Pflanzendruck. Was kann ich denn da machen? Der hat ja zurück ins Inventar. Ach, den kann man doch mal aufnehmen. Das ist ja auch cool. Das ist cool. So. Teppich. Wow, what? Was zur Hölle? Ja, nice, Mann. Das große Problem ist jetzt, wo baue ich den hin? Auch da. Also hin, da. Boah, das Bett passt da ja nicht mehr. Da ist ja der andere. Doch, der andere Teppich wäre jetzt drauf, oder was? Kann das sein? Nee. Nee, Überlagerung mit anderem Objekt. Aber hier war er kurz. Wäre es kurz gegangen, oder? Bin ich jetzt doch zu doof. Ich habe gemeint, das wäre hier kurz gegangen. Doch, da wäre es gegangen. Da ist doch auch der blaue Teppich drauf. Ich könnte natürlich den blauen Teppich auch abreißen. Aber komischerweise, ich glaube nicht, dass es am blauen Teppich liegt, weil der. Geht ja, so geht's ja. Ich denke, das liegt eher dann, wenn ich dann hier weiter nach links gehe, an diesem Teil hier. Aber wenn wir es so machen würden, dann müssten wir wirklich den blauen Teppich wegnehmen. Oder wir müssten diese Kohlepfanne hier wegnehmen. Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, aber wenn ihr noch weitere Fragen habt, ich glaube, aber hier würde er sich wirklich am besten machen, ne? Das würde mir am besten gefallen hier.
muss ich aber wirklich Millimeter arbeiten. Und dann hol mal den blauen. Kann ich den vielleicht auch zurück ins Inventar? Ja, sehr schön. Ich kann den blauen ja auch zurück ins Inventar nehmen. Dann haben wir nämlich hier das schöne... Na, warte mal. Aber der könnte dann doch noch ein bisschen näher an die Wand ran, oder? Würde ich jetzt schon fast behaupten. Weil nämlich schon sonst ist es eben irgendwie nicht so symmetriebetont. Das sollte dann doch schon auch übers Bett rausstehen. So, ne? Ja, so in etwa passt, genau. Da haben wir hier die gleiche Fläche wie hier. Ecke, das passt. Das ist schön. Also nicht ganz so mittig auch. Ja. Was machen wir denn hier? Hier vor die Treppe würde der blaue sich doch gut machen hier so. Ja, da finde ich den jetzt schön. Ja. Das sieht man hier so als Fußabtreter hier die Treppe hochkommt, direkt so einen schönen Fußabtreter. Gehen wir mal kurz weiter ins Lager, damit wir dort schon mal die ersten Hängelampen reinmachen können. Ich glaube, da werde ich bevor ich... Ja gut, jetzt habe ich die Truhen schon gebaut. Und die Treppe. Sonst hätte ich hier schon vorher können mit Teppich auslegen. Naja. Wird sich sicherlich auch noch eine Möglichkeit finden. Ich denke, ich werde die hier so in diese Quadrant machen. An Eisen mangelt es mal nicht. Deswegen kann ich hier auch ein bestimmtes Lampensystem eventuell machen. Also, dass ich jetzt auch wirklich hingehe, wie man es in echt machen würde. Hier zwei und dann zwei frei. Hier nochmal zwei hin und dann hier nochmal. Also so im Raum verteilen, dass der auch schön aufgehellt ist. Werden wir mal noch gucken. Was habe ich denn noch alles? Hier nochmal eine alter Krug. Wir haben ja noch einen langen Tisch gebaut. Könnte man natürlich da oben auch noch hinbauen. Alter, was zur Hölle? Ja, das ist ein langer Tisch. Da gebe ich dir sofort recht. Ich würde den auch gerne... Wow, da kann man das letzte Abend mal dran feiern. Wow. Ich blick da nicht durch. Ich sehe da nichts. Ich kann jetzt auch nicht in die Ego wechseln. Ja, genau. Wir sollten eigentlich auch ein bisschen Abstand lassen von der Wand. Aber nicht zu viel. Weil ich kann hier fast nichts sehen, ne? Der ist so groß. Ich weiß nicht genau, wie er jetzt aussieht. So, aber hier hätten wir die Möglichkeit, hier rumzukommen und hätten hinten an die Wand. Oh, cool. Und hier kommen wir auch rum. Och, das ist. Ich habe den ja perfekt gesetzt. Wahnsinn. War aber Zufall. Und wir haben auch hier noch Platz, wenn wir hochkommen. Sehr schön. Da brauchen wir aber weitaus mehr Stühle. Ja, da sitzt Jesus. Alter Verwalter. Wo ist denn Judas? So. Hier, goldene Gral. Zack. Sehr schön. Ja, mit Liebe zum Detail macht das manchmal auch sehr viel Spaß. Dann machen wir hier nochmal natürlich hier den schmackhaften Fisch, ne? Ja, frisch am Tisch. Frischer Fisch, frisch am Tisch. Hier bin ich schon wieder auch. Nee, ich weiß nicht, wo ich den anderen hinmachen soll. Jetzt habe ich das Ding zweimal gebaut. Ich weiß gar nicht, wo ich das zweimal hinbauen soll. Ah, ja, ja. Der Bogenschütze ist da oben. Soll ich da vielleicht? Nee, das ist, ich möchte hier nichts. Aber das wäre auch nochmal so ein Teil, wo man hier so einen Scheißdreck hier wegmachen könnte, ne, den man nicht sehen sollte mehr. Wir können das wirklich vielleicht noch schön hinbekommen. Ich glaube schon. Hier hin, ne? Da hinschießen. Weil wenn man dann Schussübungen macht und gerade jemand aus Versehen durchs Tor kommt, macht's BAM! Da muss der durchs Tor kommt, der muss hier direkt schon wissen, hey Mann, pass auf, hier wird scharf geschossen, mein Freund. Kann ich hier selber drauf schießen eigentlich auch? Kriege ich ein Bogenziel. Ja. Aber jetzt... Ich finde es schön, dass man diese dekorativen Sachen alle wieder aufheben kann, dass man sie wirklich anpassen kann und nicht verschwenden muss wie bei anderen. Das hätte man ruhig bei den anderen Items auch machen können, wie bei Ark. Ark ging das ja auch nicht, außer bei der S-Plus-Mod. Und jetzt mittlerweile wollen sie das ja auch ins Hauptspiel übernehmen, was ich durchaus richtig finde, weil ja, es macht einem einfach keinen Sinn, dass das nicht geht. Ja klar, man muss eben gucken, dass man es richtig macht. Aber das ist ja nicht so einfach zum Teil immer in dem Spiel hier. So, mal gucken, welche Pfeile ich da ausgerüstet habe. Ja, jetzt habe ich die richtigen.
Spiel hängen geblieben, weil ich einen Bogen aufs Ziel schieße oder was. Zack, bleiben die stecken? Nee, schade. Okay, dann ist das Spiel ein bisschen schwach. Aber naja, es muss ja nicht alles immer 100% passen. Ich wollte genau noch ein Fassbier. Das könnte man natürlich jetzt noch da oben bei mich ins Schlafzimmer bauen. Da ist das Fassbier top aufgehoben. Da geht's nämlich ewig wahrscheinlich. Oder hat es ein bisschen gebraucht. Oder wir bauen es ins Lager. Oder hier unten irgendwo noch dabei. Ja gut, jetzt brauche ich auch nicht mehr viel Seite zu holen. Ich glaube, die ist hier drin, ne? Weil die Folge jetzt auch wirklich dann doch zu Ende ist, weil wir haben jetzt schon 25 Minuten und ihr seht, da haben wir ein bisschen rumdekoriert und 25 Minuten verballert. Aber ich finde, es ist schön geworden. Also wir haben, was wir gemacht haben, das war echt schön. Und dann hier doch vielleicht nochmal. Ich wollte das eigentlich schon durchgehend für Truhen benutzen, aber ich sag mal, hier die Ecke, ne, dieses 2x3 oder 3x2, je nachdem, wie man es möchte, kann man ja ruhig nutzen, um auch ein bisschen anderweitig zu dekorieren. Das war da hinten diese Haupthalle quasi dann für Truhen nutzen. Und da hinten ist ja auch noch ein Knick drin. Okay. Dann machen wir doch. Ja, genau, da ist der Zapfhahn. Dann machen wir das so. Ist das jetzt richtig? Ist es jetzt so? Ja, jetzt passt es, glaube ich. Und jetzt müssen wir nochmal gucken. Okay. So. Ja, ich möchte, wenn ich dann sowas mache, auch mit Liebe zum Detail arbeiten. Und ja, hier könnte man dann noch ein paar Fässer dazustellen oder so, dass das eben einfach auch schön wird. Können wir mit dem Ding... Nee, das ist auch rein... wie sagt man so schön? Rein... Das wäre eben ein Schild, wo wir essen rein. Warte mal. Wir haben hier unten noch einen Herd. Da passt er doch vielleicht ganz gut drüber. Da haben wir noch nichts drüber, oder? Nee, ja, in diesem Herd. Da ist ja auch. Und da ist auch die Fischpresse. Da passt ja alles. Also eigentlich die. Ja, nicht die Flüssigkeitspresse, nicht die Fischpresse. Ich presse eben nur Fische damit, aber das ist ja okay. Gut. So, so schön. Ja, ich finde, da haben wir volle Arbeit geleistet. Und ich weiß jetzt wieder nicht, was ist. Achso, wenn ich sowas mache, dann möchte ich es natürlich auch anständig machen und ordentlich. Und ich finde, das haben wir ganz gut hinbekommen. Könnt ihr eure Meinung schreiben, wie ihr diese Folge gefunden habt. Und wenn wir sowas weiterhin machen sollen, auch mal so dekoratives Kram-Zeugs, dann, ob ich dann auch weiterhin irgendwelche Themen mal ausdenken sollte. Vielleicht dann auch ein bisschen besser vorbereitet. Oder was heißt besser vorbereitet? Ich wollte jetzt eben einfach nur ein bisschen was über mich erzählen und ja, wem ihr da eigentlich zuschaut. Und wenn wir dann andere Themen haben, die dann auch nochmal ein bisschen mehr hergeben, dann kann man das natürlich auch ja, auch nochmal anders gestalten und nochmal die ganze Folge über das Thema reden, aber ein bisschen kombinieren mit dem, was es zum Spiel zu sagen gibt. Schadet ja auch nichts, finde ich ja auch okay. Finde ich eigentlich, das gehört auch dazu irgendwo. Achso, komm, jetzt. Hier. So, und dann gucke ich mal, was ich mit dem ganzen neuen Zeug hier bekommen kann. Hier, ja, genau, ich habe auch so eine Maske. Die kann ich auch mal gerne anziehen, wenn du möchtest hier. Lalala, ich bin der Ober-Ra. Ne, Set, es ist ja nicht Ra. Du bist weiß und ich bin black. Black and white. No matter if it's black or white. So, okay, liebe Freunde, das war's mit dieser Folge. Ein bisschen dekorieren und ja. Und ein bisschen überzogen. Und deswegen jetzt eine schnelle Verabschiedung. Ich verbeug mich vor euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wünsche euch den schönsten aller Tage. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal mit Conan Exiles. Euer SpookyVF. Bye, bye. I can do this all day. I can do this all night.